Moin Moin, mein Name ist Captain Heinrich und mir wurde der Krieg erklärt quasi. Die Fraktion, die über uns war, versucht wieder mit vielen lebenden Zombies uns zu eliminieren. Dann gucken wir mal. Ich bin nämlich noch nicht mal ein, zwei Runden straight nach oben und schon werde ich angegriffen. Das ist dann quasi ihre Hauptarmee. Wenn wir die dann haben, dann können wir eine Stadt nach der anderen von den beiden da erobern. Und haben dann eine Provinz, zumindest dann in unserer Hand. In den Blutsümpfen habe ich gerade ein Gebäude gebaut, dass in der Provinz halt die Gebäudekosten minus 10% sind. Das ist jetzt, passt mir ganz gut. So, die Sirenen, ich weiß gar nicht, ob ich die mal getestet habe. Ja, sind sehr laut, die Frauen. Er hat mich ja angegriffen, ne? Dann würde ich sagen, Mörser. Schön so weit hinten wie möglich. Schön hier auf dem Hügel. Obwohl, wir könnten hier schön die Wälder nutzen. Brauche ich aber nicht. Vielleicht für unsere Einheiten hier. Vielleicht lasse ich sie hier drauf zulaufen. Oh, hier ist eine Spitze. Ein müssen halt ein bisschen dahin. Hier wieder in die Mitte. Hier. Ja, ich weiß noch nicht. Nahkampfinfanterie, gute Einheit. Ah. Weiß gar nicht mehr, was sie konnten. Na gut. Sind auf jeden Fall motivierte, leuchtende Frauen. Das sind ja keine Bogeneinheiten. Lassen wir die mal kommen. Dann gucken wir mal, was passiert. So, Start. Mörser Reichweite. Nur ein bisschen vor. So, dann denke ich mal. Feuer frei. Ja, haben keinen erwischt. Gegen große, monströse Kreaturen hilft es nicht so. Aber hier gegen normale Einheiten dürfte das ganz gut funktionieren. Ja, wo bleibt die nächste Salve? Ja. Hat aber auch nicht so Schaden genommen, wie ich es mir gedacht hätte. Wo vielleicht doch hier die lebendigen... Obwohl, wird nicht funktionieren. Oh, was ist das denn hier? Habe ich ja ganz vergessen. Komm mal bitte wieder in die Mitte. Das war ein bisschen doof. Haben Sie die jetzt gesehen? Attacke. Und Attacke. So. Jetzt haben wir natürlich hier die große Spaß. Scheiße. Wir werden jetzt natürlich geschwächt, aber... Ihr
dürft angreifen. Angreifen. Genau, Infanterie immer drauf. Artilleriemann. So, wir treiben da die Kolosse zurück. Das ist ganz gut. Mitte ist durchgebrochen. Und Kamera muss ein bisschen runter. So. Komm, geh in den Nahkampf. I can! Finally! I'll allow it! Jetzt greifen sie unsere Artillerie an. Hallo! Wir brauchen Hilfe! Oh, die hat's auch schon erwischt. Geht mal auf den. Und hier geht auch. Ne? Kann ich nicht nehmen, na ja, gut, sind wohl rasend, keine Ahnung. Läuft gut, die können jetzt mal aufhören zu schießen. Was? So schnell kam ich ja gar nicht mit den Einheiten hin und her schieben zurecht. Haben wir natürlich jetzt hier bei den Kolossen und so ein bisschen. Nö. Warum ist da keiner gestorben? Die haben sich doch in die Luft gejagt. Vielleicht sind sie auch nur verletzt worden, ne? Also Kolosse und die ganzen, also diese großen monströsen Einheiten gegen die Explosivzombies kann man machen. Ich will, dass einer mir treu bleibt. So, das heißt. Luther Harkon. Wir sind zwar ein bisschen geschwächt. Und gehen nochmal an Land. Wir warten noch eine Runde. Heilen uns. Persönlichkeit. Was für eine Persönlichkeit haben wir? Eine extreme Persönlichkeit. Zeit. Verstand, Zeit, ermöglicht es ihn für kurze Zeit einen Zauber zu wirken. Womöglich dauert es nicht lange, ja genau. Feind getötet, Feind getötet, Feind getötet. Fantastisch. Eine Runde warten wir, dann stoße ich davor. Holster der Galion. Einheiten alle noch da. So, du kannst ja schon mal vorgehen. Und Feind behindern machen wir mal. Du musst jetzt. Den habe ich jetzt aus der Armee rausgenommen, weil wir jetzt genug Einheiten haben. Der wird jetzt dafür sein, da sein, um Einheiten zu eliminieren oder Helden zu eliminieren. They could go either way. Attentat, genau. Attentat werden wir mal ein bisschen ausbauen. Gebäude beschädigen. Der nur, wenn er aber irgendwo dabei ist, durchwühlen. Spezialist, Erfolg, Helden ab. Kosten. Okay. Aber erstmal muss er da ein bisschen besser werden. Und mehr können wir gerade gar nicht machen. Er ist uns echt dicke treu noch. Ist natürlich doof, dass wir da mal drauf achten müssen. Dann können wir die Runde beenden. Das ist echt schade, dass wir keine Leute haben, die 100% zu uns stehen. Und das kann immer einen das Genick brechen. Darum möchte ich auch nicht, dass die Einheit so stark ist, weil macht ja keinen Sinn. Daher habe ich da 20 Einheiten, die gegen mich agieren. So lasse ich den immer 12 stark. Das reicht vollkommen hin, um irgendwie die Stadt zu verteidigen. Und ja. Ja, hier kommen gegnerische Helden. Ich versuche mal gleich mit ihnen einen zu eliminieren. Kostet zwar Geld, aber er muss ja auch irgendwie Erfahrungspunkte kriegen. Wir können bauen, ich lasse das aber erstmal weg. Wir können Krieg führen. So. Bis rein erstmal gucken. Volkschance. Ach komm, mach mal.
Fehlschlag. Jetzt habe ich auf die Erfahrungspunkte nicht angeguckt, aber ich glaube, bei Fehlschlag kriegt er auch ein paar Erfahrungspunkte. Und jetzt nehmen wir den Laden da mal ein. Boah, ich glaube, dass... Also Schlachten, die so bei 50% sind, würde ich lieber selber spielen, aber das ist ja, also, glaube ich, da sollte man kein Problem haben. Okay, da hat er als eine Einheit verloren. Aber die holen wir uns gleich wieder. So, wir besetzen Ausraum. So, Feind im Kampf getötet. Piratenbucht wurde entfernt, das habe ich mir gedacht. Ritus freigeschaltet. Fluch der Königin. Es heißt, dass Harkon selbst den Höllenhammer ergriffen hat und so das an dieses brutale Artilleriegeschütz gelangt ist. Angeblich ist Beth verflucht, oder um genauer zu sein, sind die Opfer in ihrem Fadenkreuz die wahrhaft verflucht. Dieser Ritus steht nun im Fenster. Warte mal, wir kriegen diese Einheit. Einen anderen Ritus freigeschaltet. Warte mal ganz kurz. Fluch. Oh, den können wir ausführen. Dann kriegen wir die Einheit. Okay. So, warte mal. Nee, da will ich gar nicht hin. Geh mal raus. So. Machen wir mal da. Wir sind dann eine Einheit. Haben wir jetzt bei legendären Einheiten, die haben freigeschaltet. So. Dann schicke ich euch. Die schmeiße ich raus. Jawohl. I am the Pirate. Die rekrutieren wir. Ach, ist das schön. Warte mal. Zählt die nicht dazu? Oder hatten wir eine Einheit doch zu wenig? Scheiße. Ah, wir haben ihn hier verloren. Können wir Tote erwecken? Wir müssen rekrutieren. Dann, kaufen wir ihn hier nochmal. Oh, da haben wir jetzt noch eine schöne, dicke Wumme. Machen wir. Er hat, glaube ich, nur noch diese Stadt. Dann müsste er besiegt sein. Dann gehen wir da die ganzen feindlichen Agenten nicht auf die Nuss. So, jetzt müssen wir mal langsam mal wieder hier ein bisschen unsere Einheiten verbessern. Geschossschaden, Bedeckwerfer. Das können wir außen vor lassen. Das könnte man machen. Oh, Fahrt die schweren Geschütze auf Errungenschaft haben wir freigeschaltet. Kanonen, Mörser und Queen Beth. Das habe ich besucht. So, das heißt, wir warten dann eine Runde. Er kann nichts mehr machen. Der hat ja schon. Ne? Und ja. Er hält uns noch die Treue. Ist ein ganz süßer Typ. Der Peter. Und dann machen wir mal weiter. Jetzt macht es auch Sinn, die Kanonen. Fähigkeiten zu erlernen, dass sie mehr Schaden machen, günstiger sind und schieß mich tot. Was wir jetzt nur uns aufhalten können, sind die feindlichen Agenten. Oh, meiner wurde verwundet. Super. Aber die andere Armee ist quasi, da ist ja nichts. Es kann nur sein, dass wir die belagern müssen. Jetzt haben sie ein bisschen was rekrutiert. Ich weiß nicht, ob wir es in einer Runde schaffen, da hinzukommen. Ach, jetzt kommt die auch noch an. Wollen bestimmt Stress. So, feindliche Heldenaktivität war erfolgreich, ja. Weiß ich nicht. Ist der verwundet? Ist er tot? Verwundet, das heißt, er kommt wieder. Okay. So, kommen wir da an? Wir kommen nicht an. Hilft dir nichts, dann weiter. So, warte mal, haben wir jetzt nicht eine Provinz? Wo sieht man die Provinzen? Nee, war nicht falsch. Zielvorgaben, Technologie, Ämter.
Günther, was hatten wir da? Ihr seid nun der Admiral der Flotte. Oh. Setzt andere in einflussreichen Posten ein, um eure Seemacht auszubauen. Okay, mache ich. Danke. Habe ich bisher nicht betrachtet. Oh, was gibt's denn hier? Die Ämter verleihen Kommandanten, die sie innehaben, Boni und erhöhen außerdem... Ah, die Treue. Warum habe ich es nicht gleich gemacht? Verdammt. Der bringt Bewegungspunkte. 5% auf der Kampagnenkarte minus Verschleiß. Unterhalt. Oh. Treue für alle neue Rekruten. Das ist natürlich sagenhaft. Das ist wieder andere Kram. Eigentlich schon scheißegal. Ja, hätte ich das mal gewusst. Hier, du bist jetzt da. Mindestrang 8. Achso, er hat Stufe 4. Scheiße, das heißt, er muss irgendwie Erfahrung kriegen. Scheiße. Scheiße, scheiße, was machen wir mit dir? Aber wenn du nämlich da sitzen bleibst, dann kriegst du keine Erfahrung. Dann gehst du mal hier plündern. So, weiter, nächste Runde. Ich glaube nicht, dass die jetzt hier eine Armee in ein, zwei Runden aufstellen können. Das interessiert mich nicht, der macht nichts. Attentat bei uns ausgeführt oder was? Oder bei den, wahrscheinlich bei dem anderen Typen. Bei den Ex-Leuten unter uns. So, und er wird wahrscheinlich jetzt mal eine Küste rauben. Oh, jetzt kommen sie alle, ey. Also letztes Mal hatten sie ja nicht angegriffen. Ich dachte ja auch, dass sie angreifen, tun sie aber nicht. Wahrscheinlich, weil ich jetzt nicht da bin, werden sie wahrscheinlich angreifen. So, wir greifen jetzt an. Bevor es noch mehr Truppen werden. Er hat die Elite-Einheit mit Stangenwaffen, Wächter der Tiefe. Und dann sage ich mal, jetzt, da hauen wir mal, ne? Da werden wir jetzt mal schön mit den Kanonen freiräumen. Ich will mal die Queen in Action sehen. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, wir greifen jetzt schön die Belagerungstürme, Verteidigungstürme an und so. Aber nein, Kampf auf offenem Feld. Meuterer der Vampirküste. Ihr werdet mir dienen, Isabel König. Denkt wohl auch, dass jeder hier ein König ist, oder was? So, ja, Magie brauchen wir eh nicht viel. Wir bellen mal auf. Und als allererstes will ich diese große Queen sehen. Ach, das ist schön. Ist das nicht ein dickes Ding? Ah, da drin ist, kann man nicht reingucken. Ich finde es schön. Ich mag's. Ah, so langsam gefällt mir meine Armee. So, die bringen mir da vorne, glaube ich, eher weniger was. Ich werde sie mal da hinpacken. Können wir vielleicht flankieren. Die Infanterie mache ich doch hier lieber nach vorne. Und, ach, ich lasse das einfach so. Komm. Starke Einheiten sind in der Mitte. So. Schieß mal irgendwo raus. Ich will das sehen. Jo. Und läuft. Dann auf die nächste Einheit. So. Ihr bitte da drauf. Jetzt haben wir da noch eine Schusseinheit. Da drauf. Erstmal auf diese lebendigen Leute. Diese dicken. Nee, du schießt falsch. Ja gut, dann Nahkampf. Hauptsache unsere Kolosse kommen da an. So. Das heißt, jetzt können wir unsere Stangenwaffen einhalten. Na gut, die laufen schon. Dann lassen die mal da lang laufen.
Und ihr beide kümmert euch da um die. Na, er läuft, ist nicht so schlimm. Ah, scheiße. Ich schaffe es. Ich möchte nicht, dass er hier auf meine Einheiten trifft. So, einer geht hoch, ja? Erstmal auf den einen, vielleicht geht der andere, kriegt der andere auch Schaden. Und hier schicken wir die Kolosse vor, die halten ja was aus. Gut, der eine ist hochgegangen, dann haben wir das Thema da erledigt. Attacke. Attacke. Wir leben immer noch, verdammte Axt. So, Infanterie, wir brauchen Hilfe. Attacke. Attacke. Brauchen wir jetzt quasi nicht, weil die beschießen uns quasi sonst selber. Stopp. Aber der ganze Rest Attacke. Kämpft da noch was? Jawohl. Habe ich euch nicht verboten zu schießen? Ich weiß nicht, ob meine eigenen Einheiten Schaden kriegen. Das möchte ich nicht. Der Feind läuft. Da aber noch nicht. Jetzt auch. Mal her von hinten. Ja. Das war doch recht einfach, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich so schön Mauern angreifen. Und mal gucken. Boah, hier alleine 166 Einheiten gekillt. Die Queen. Ja, da kam kein anderer hinter. Keiner hat so viel wie sie. Auch hier die Kanone war gar nicht so schlecht mit 51 Kills. Aber für die andere, die wurde auch, glaube ich, angegriffen. Hat dann nicht mehr so viel. It was never also ich glaube, wir müssen das einfach nur so machen, dass wir mit unseren Infanterieeinheiten und allen Einheiten eigentlich nur den Kanonen Zeit geben, auf die Einheiten zu schießen. So, auch diese besetzen hier. So. Dabel wurde getötet. Die Fraktion wurde vernichtet. Das Laden geht jetzt hoffentlich schneller. Nee, ich würde lieber erstmal hier so ein bisschen Gebäude in Klax oder wie sie alle heißen. Ja gut, das ist nicht die Provinz. Aber warum kriegen wir hier keinen Provinzbonus? Was fehlt denn noch? Ihr könnt keine Erlasse in Provinzen erteilen, in denen ihr nicht alle Siedlungen besitzt. Welche fehlt denn uns? Wird die noch zu unserer Provinz? Das ist doch hier eine Provinz. Kann sein, dass die Insel noch dazugehört. Das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt mal gucke. Ich nehme jetzt nochmal die Blutsümpfe. Die Blutsümpfe. Ja, genau. Der Sternenturm gehört noch dazu. Schade. Das habe ich am Anfang nicht bedacht. So, Pockenmarsch. Das Gebäude haben wir quasi doppelt. Das können wir abreißen. Und in Tlax, ja, da haben wir dasselbe nochmal. Das lassen wir aber da. Ja, da brauchen wir gar nichts bauen. Hat der KI-Gegner oder der KI-Mann schon für uns gemacht? So, Fälscher, Einkommen, ist aber gut, Überfälle. Dann würde ich sagen, damit wir das hier fertig haben, machen wir die Führerschaft und die Nahkampfabwehr stärken wir mal.
aufs Maximum. Und dann sind wir quasi hiermit auch durch. Admiral of the Fleet. Ich ziehe ihn doch nochmal wieder zurück. I'm here. Vielleicht greifen die doch an. Die haben wir ja gar nicht. Eingestürzte Höhle. Was kann die denn? Grundchance auf Kontrolle für Magiekram. Aha. Gespenstersturm, Armeefähigkeit. Okay. Aber dafür brauchen wir erstmal 8000 Gold. Aber dann kriegen wir erstmal Magiekram, Schaden und Co. Warum? Minus 10 Energiereserve und minus Energieresistenz. Das macht uns eigentlich schwächer. Das danach macht es uns vielleicht wieder stärker. Da kriegen wir nämlich alles besser. Und diese Fähigkeit. Aber das haben wir ja eh noch nicht zur Auswahl. Ich würde den Punkt erstmal so lassen. Die Säbel haben wir noch gar nicht. Meine Hunde. Okay, dann machen wir das doch hier mal rein. Hat doch um Geld gerade so gepasst. Beenden wir die Runde. Und dann mal gucken, was uns jetzt alles weggenommen wird. Wir haben ja zwei feindliche Armeen, oder ja, Piraten an unserer Küste vorbeischippern. Irgendeinen müssen wir uns demnächst mal anlegen. Das Orks? Ah ne, das waren hier diese... die Elfen. Auch alle Einheiten besser als meine, ey. Ich glaube, bevor ich mich an den... Die örtliche Bevölkerung ist noch nicht eurer Herrschaft erlegen, mein Herr. Ergreift Maßnahmen, um die Gepflogenheiten eures Volkes in diesen unverdorbenen Ländern zu verbreiten. Okay, Korruption. Misst den Einfluss des Chaos, der Vampire, der Skaven, Provinz, in einer Provinz, und wird in der Provinz Information angezeigt. Übermäßig Korruption in einer Provinz kann dann Unruhen und Verschleiß führen. Okay, okay. Das ist doch schön. King of the Vampire Coast. Minus Unterhalt ist auch nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, kann da hier alles haben? Da haben wir wieder Geschossschaden. Ein Feld und dann haben wir noch 5. Ich denke mal, wir können hier alles bauen. Wachstum, Unterhalt und 4 auf Korruption. Dann machen wir das doch mal. Lass den da noch drin, damit sie uns da nicht in den Rücken fallen. Boah. Gehen wir halt das Risiko ein, dass sie uns hier quasi angreifen. Ich warte hier nochmal eine Runde, nicht, dass hier die Korruption, der Vampir-Korruption steigt. Und dann wird hier er mal angegriffen. Gucken. Sonst haben wir gerade keine Feinde, ne? Nur die Leute an der Küste sind echt gefährlich. Aber ich habe das Gefühl, auch die werden wieder weiterfahren. Vor allem der Held ist Level 20, ne? Die Level 35. Das sind die aus den Top 10 der Vampire. Vampire sei schon der Piraten, oder?
Technologieerforschung. Machen wir gleich mal. Wir mal gucken, ob das die sind. Dastan. Dastan irgendwas. Dastan, ja, gehört. Oh, ist auf Platz 3. Der Top-Piraten sind doch nicht alles Vampire. Okay. Dann legen wir uns mit Dastan auf Platz 3 nicht an. Was ist er hier? Der Manischer. Der Manischer ist auf Platz 8. Den schon eher. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber das sind starke Nahkampfeinheiten. Ich glaube, wir hatten mal vor einigen Runden, ich habe mal einen Test gegen die gemacht. Und das sah ich echt schlecht aus. No. Tarket. Ist das auch ein Pirat? Kanter? Nö. Aber den möchte ich mal auf die Nase hauen demnächst. So, oh, hier steigt weiter. I hear voices. Ah, ich geh's einfach mal weiter. I am the Pirate King. Oh, bis 13. Curse my crowded sight. Dann warte ich noch mal ein, zwei Runden. Hier bauen wir mal eine Verteidigung. Können wir hier handeln? Rekrutierungskosten. Oder Verteidigung. Können wir nicht bauen. Okay. Jetzt haben wir zum Handeln. Ach, wir haben kein Geld. Das ist das Problem. Dann lasse ich das erstmal. Ich würde erstmal sagen, ich werde erstmal noch erforschen. Kann man noch was? Und zwar möchten wir jetzt Geschossschaden. Dann nehmen wir mal. Geschossschaden, Unterhalt. Für die Kanonen machen wir mal Geschossschaden. So, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break. Sind noch knapp über eine halbe Stunde. Ist ja nicht so schlimm. Ich werde die nächsten Runden hier nochmal verweilen, dass die öffentliche Ordnung hier ein bisschen höher steigt. Dann werden wir mal quasi hier hinschippern und den versuchen, einen auf die Nase zu geben. Und ja, diese Runden lasse ich jetzt mal außen vor. Wenn wir kurz davor sind, hier Tarket einen auf die Nase zu geben, dann seid ihr wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, ein Like, es würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.